Fugger, eine Familie armer schwäbischer Bauern und Weber, steigen nach 1367 in nur drei Generationen zum größten Handels- und Bankhaus Europas auf. Geldgeschäfte und Bergbau vor allem machen die Familie unermesslich reich. Ihr Geld bestimmt, wer deutscher Kaiser wird. Der Papst braucht sie zur Durchführung seines Ablasshandels. Das Netz der Firma umspannt die ganze damals bekannte Welt. Jakob Fugger, genial und skrupellos, ist der reichste Mann seiner Zeit und einer der mächtigsten. Aber hinter der Fassade der Macht verbirgt sich viel Menschliches, allzu Menschliches. Und trotz sozialer Stiftungen schlägt dem Monopolisten erbitterter Hass entgegen. Die Glanzzeit ist kurz. Schon im 16. Jahrhundert unter Antoni Fugger, dem zweiten großen Regierer, beginnt der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Allmählich, aber unaufhaltsam. Es ist soweit. Gut, gehen wir. Schließer, komm raus. Na sowas. Der Weber weiß? Was wollt ihr? Ein Aufstand? Ich hoffe, dass du nicht so dumm sein wirst, deine Haut für die Stadtherren zum Markte zu tragen. Wir können dich auch fesseln, wenn dir das lieber ist. Dann kannst du sagen, du kannst nichts dafür. Aber wenn wir morgen ein neues Stadtregiment haben, wär's gescheiter, wenn du sagen könntest, dass du dich heute freiwillig auf unsere Seite geschlagen hast. Besetzt das Stadttor, Männer. Ohne Lärm. Sobald die Meldung von den anderen Toren kommt, schickst du den Sieghart und den Erlinger ins Rathaus. Mach ich. Fesselt ihn. Geh und gib jetzt das Zeichen zum Sturmläuten. Hör doch, es brennt. Sie brüllen unten gegen die Haustür. Was soll der Lärm da unten? Der Herr Bürgermeister wird dringend im Rathaus verlangt. Verlangt von wem und wozu? Das wird er schon im Rathaus erfahren. Mitten in der Nacht und warum? Weil's dringlich ist. Dann müsst ihr mir schon sagen, was so dringlich ist. Kommt ihr erst mal nach unten. Ist das nicht unser Fleischermeister Erlinge? Ja, das ist er. Ihr habt recht. Und er bittet den Bürgermeister ein letztes Mal, zum Rathaus zu kommen. Ohne triftigen Grund lässt sich ein Bürgermeister nicht aus seinem Bett holen mitten in der Nacht. Schon gar nicht von einer Horde hergelaufener Handwerker. Dann wird die Horde hergelaufener Handwerker jetzt die Tür des Herrn Bürgermeisters eintreten und ihn im Hemd zum Rathaus jagen. Was bedeutet das? Hol mir meinen Wams. Was wollen die denn von dir? Halt mich jetzt nicht mit Fragen auf. Nimm dich in Acht, Mann. Die haben Mordwerkzeug dabei. Hör schon auf zu greinen. Gib mir meinen Wams. Los, Fugger. Es ist soweit. Wie weit? Wir werfen die Ratsstühle um. Das geht mich nichts an, Meister. Ah, das geht dich nichts an. Leg dich wieder ins Bett, Lisbeth. Das ist keine Nacht für Weiberleute. Hat es ein Unglück gegeben? Ich hab gesagt, du sollst dich wieder hinlegen. Das ist Männersache, Lisbeth. Noch nicht, aber es mag leicht eins geben. Es wird Blut fließen. Na und? Die Patrizier sind stark. Aber wir sind auch was, Hans. Und vor allem in der Überzahl.
Ich hab nicht Zeit, lang an dich hinzureden. Wenn ein künftiger Meister nicht weiß, wie er handeln soll, tut er mir leid. Gibt es einen Aufstand? Gegen die Stadtregierung. Sie werden gewinnen, Fugger. Und wenn sie verspielen? Das Rechtsbuch ausliefern, die Privilegien und Petschaft. Sogar die Torschlüsse sollen wir hergeben. Nein, das ist unannehmbar für uns. Das würde die gewohnte Herrschaft völlig auf den Kopf stellen. Das zünftische Handwerk hat noch niemals Sitz und Stimme gehabt in der Stadtregierung. Ja, bisher nicht. Ich kann mir nicht denken, Herr Strohlinger, dass ihr das so einfach hinnehmen wollt. Freiwillig nicht. Als wir damals dem Bischof die Macht abrangen und die vornehmen Stadtgeschlechter sie in die eigenen Hände nahmen, gab er sie freiwillig her? Wir haben sie erobert. Also gehört die Macht auch uns. Ihr habt vollkommen recht, Herr Dax. Sie gehört immer dem, der sie erobert. Das war zynisch gesprochen. Aber wahr. Auch du, Hörrat? Wir sind überrumpelt worden. Wer soll uns denn hier heraushauen? Nein, Hans. Es geht für uns nicht mehr ums Gewinnen, sondern darum, ob wir jetzt alles verlieren oder nur ziemlich viel. Wenn wir es gütlich regeln, behalten wir wenigstens einen Teil der Regierungsgewalt. Wer, Hörrat, garantiert uns das? Die Vernunft. Die Stadt braucht Gesandte an vielen Höfen. Beim Kaiser und beim Papst. Damit werden die Handwerker niemals fertig. Zum Regieren braucht man Geld. Und einstweilen haben dieses Geld immer noch wir. Es hat Verstand, was er da sagt. Stimmen wir ab? Es war ein Sieg, Hans. Die Macht der Herren ist gebrochen. Und ich hoffe, deine Feigheit wird dich noch mächtig rollen. Oh. Ich bin nicht feig. Bin gut zünftig gesinnt. Das schien mir nicht so. Du hast nicht mitmachen wollen. Nicht dürfen habe ich, Meister. Bin erst ein Jahr in der Stadt. Nicht einmal Augsburger Bürger. Wie hätte ich ein Recht gehabt, mich einzumischen als Fremder? Aber damit hat er doch durchaus recht, Mann. Hm. Lass den Fugger endlich in Frieden. Darf ich mit der Jungfer tanzen? Meinetwegen, wenn sie nichts dagegen hat. Glaub mir, das ist ein ganz hinterkünftiger Bauernkopf. Nein, nein. Sollen wir? Er ist ein fleißiger Junge. Ja, ein Leisetreter. Der bringt's bestimmt zu was. Als Hans Fugger, Sohn eines Bauern und Landwebers zu Graben am Lech, die einsame Karte seines Vaters verließ und nach Augsburg hereinkam, schrieb man das Jahr 1367. In der Stadt war mehr zu verdienen als auf dem Land. Auch entkam man dem Frondienst der adligen Landherren. Stadt Luft, Macht frei. Die Zuwanderer waren üblicherweise arm. Und auch Hans Fugger ließ jedermann bei dem Glauben, er sei es. Aber immerhin, die Summe, die er aufbringen musste, um sich in Augsburg niederlassen zu dürfen, erlegte er in bar. Ein unermüdlicher Arbeiter war er am Webstuhl, von früh bis spät in die Nacht. Sehr selten vergnügte er sich so wie heute. Fleiß bringt Brot, sagt das Sprichwort. Aber beinahe noch mehr trägt das ein, was einem geschenkt ist, verdienstlos, durch Gottes Gnade. Eine herausragende Geschicklichkeit. Kein zweiter in ganz Augsburg verstand es, so kunstvolle Tücher zu weben wie er. Das ist eine gediegene Arbeit. 400 Fäden, ganz exakt. Selbst die Florentiner können das nicht besser. Ich kenne mich da aus. Ich habe gedacht, man sollte vielleicht einmal was Besonderes weben, statt ewig das einfache Muster. Ein Wappen vielleicht. Mag sein, dass es manchem gefällt, wenn er sein Familienwappen vor sich hat, in der Mitte vom Tafeltuch.
Ideen hast du. Wenn du es zu Wege bringst, probier's. Grüß Gott, Quatermann. Ah, der weiß. Habt ihr schon gehört vom Sickhart? Nein. Die ihm die Werkstatt niedergebrannt ist, hat er sich doch was geliehen. Bei Mute. Jetzt liegt er krank und kann nicht mehr zahlen. Und nach kaiserlichem Recht soll er jetzt aus seinem Haus gewiesen werden. Ja, das Leben ist eben so. Ein unchristlicher Saujud. Und wegen so einem soll einer von uns hinwerden? Naja, er hätte sich eben beim Mute nichts leihen sollen. Aber der Mute hat's doch gehabt. Er könnte doch warten, wenn er nur wollte. Oder ihr könntet für den Sieger zusammenlegen. Sind die Lasten nicht schon groß genug für uns? Du sollst dich nicht einmischen, wenn die Meister reden. In Frankfurt haben sie ein paar Juden in den Brunnen geschmissen und ersäuft und die übrig gebliebenen verjagt. Bei uns wird's bald gerade so gehen. Ach, schon wieder Unruhe. Es ist was im Gang, ich weiß es. Und wo jetzt so viele Gesellen da sind, vom Land herein, sodass die Arbeit kaum mehr für alle langt. Ich sag euch, wie es ist. Besser, die Kerle werden ihren Unmut gegen das Judengesindel los, als dass sie anderswo Schaden anrichten. Ah, habt ihr das gewebt? Mhm. Er hat's gemacht. Er? Der Kerl muss goldene Hände haben. Einen Krug Wein für den Herrn Schreiber. Aber nicht von dem Billigsten. Der Beste muss es auch nicht gerade sein. Bring was von dem dazwischen, ja? Nun, da gibt es manch einen, der sich von den Juden Geld geliehen hat. Eine Menge Geld. Und der seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Und damit er sie los wird, möchte er die Juden loswerden. Am liebsten gleich alle auf einmal weg. Und im Rat sitzen auch einige, die bei den Juden Schulden haben. Davon habe ich nichts gesagt. Euer Wein, Herr. Aber du weißt was. Sie haben schon was beschlossen? Ich habe aber Hunger. Du musst doch was wissen. Du sitzt doch dabei, wenn sie beraten und beschließen. Das nicht gerade. Aber ich bringe ihre Beschlüsse zu Papier. Aber nur, wenn du es für dich behältst. Ich sag keinem was, verlass dich drauf. Es soll überraschend kommen. Am Montag in 2 Wochen wird das bekannt gemacht. Gleich in der Früh. Und mittags müssen sie raus sein aus ihren Häusern. Und aus der Stadt. Das ist beschlossene Sache. Da hilft doch kein Messias mehr. Gut, gut. Zugegeben, das Haus hat eine verdrießliche Lage. Aber du musst ja nicht unbedingt auf die Seite blicken, wo das Ungeziefer ist. Schau darüber, dorthin, wo die gute christliche Stadt liegt. Die Stelle da ist feucht. Wenn man nicht aufpasst, kriegt man den Schwamm ins Mauerwerk. Mein Haus ist durch und durch trocken. Ich schwör dir's, Hans. Außerdem mit solchen Nachbarn. Ich will nicht lang rumreden. Ich habe den Vater nach deiner Mitgift gefragt. Es wäre soweit alles ganz tauglich. Ich beobachte dich schon lang. Du bist eine gute Hauserin. Eine extrige Schönheit, ich sag's wie es ist, das täte sich ohnehin nicht passen für mich. Ich war 2-mal versprochen. Sie sind alle 2 weggestorben. Ich weiß. Der Vater hält soweit nichts dagegen und auch die Mutter nicht. Ja. Und du? Wenn dir der Vater ja sagt, mir ist das gleich. Das habe ich gedacht. Das Haus zum Rohr? Gekauft? Wo hast du das Geld her? Ich habe was beisammen gehabt, um das Bürgerrecht zu kaufen. Aber jetzt, wo ich die Elisabeth heirate, kriege ich sie umsonst. Hättest du wirklich nichts Besseres kriegen können für das gute Geld?
Ich bitte dich, Schwiegersohn, du willst doch nicht wirklich da hinaufziehen zu den Juden. Warum? Unser Zunfthaus ist ganz in der Nähe. Aber bergab, Hans. Nicht den Berg hinauf. Wie viel hast du gezahlt? Alles, was ich habe. Wie viel? 500 Gulden. Das ist doch wenig für so ein festes Haus. Und warum wohl, denkst du, hat er's loswerden wollen? Ich hab's mir ganz genau angeschaut. Es ist solid. Ach, da hat Reden keinen Sinn mehr. Raus mit euch! Ja, macht schon raus, wie ihr packt! Meine Mann, ihr Blutsauber hier! Was habt ihr jetzt davon? Warum habt ihr unseren lieben Heiland ans Kreuz geschlagen? Es sind doch Menschen wie wir! Halt euch! Schneller! Raus aus der Stadt! Macht schon voran! Nicht verlangsamen! Schneller, macht euch! Schneller, ihr Wucher! In unserer Stadt habt ihr nichts mehr zu suchen! Es sendet! Jetzt hat's endlich ein End mit dem sündigen Wucherzinsnehmen, ihr Halsabschneider! Mit eurem Handeltreiben ist es jetzt aus! Jetzt müsst ihr arbeiten, wie wir! Schluss mit dem Geldwucher, faules Pack! Gesinde! Ah, eine gute Reise mit Gott, Christ und Mörder! Ratten, jawohl, Ratten! Der Herr wird euch vergelten! Der Messias wird euch schon weiterhelfen! Soll ich euch die Peitsche geben? Beeilt euch! Das schöne Haus! Und so viel wert, jetzt, wo das Ungeziefer endlich wegzieht. Wenn ich das nur bei Zeiten gewusst hätte. Zum Verrücktwerden! Raus mit euch! Bis Glock 12 müsst ihr die Stadt verlassen haben! Ihr habt nicht mehr viel Zeit! Na los, mach schon! Schneller! Raus mit euch! Das ist schlimm. Nachmittag noch hier blicken lässt. Wenigstens haben sie hier niemanden in den Brunnen geworfen. Hast du dir alles angeschaut? Mm. Das Haus ist viel schöner als dem Vater seins. Ja. Ich bin kein Meister wie er, aber mehr als der Garnemann bin ich doch. Einrichten tun wir uns fürs Erste einfach und nur so viel von den Zimmern, als man braucht. Es ist alles so groß. Platz genug für einen Haufen Kinder. Ich muss an den Webstuhl, es ist kein Feiertag. Mm. Kraft seiner Eheschließung und noch am selben Tag wurde Hans Fugger Augsburger Bürger, zugleich selbstständiger Handwerksmeister und Mitglied der Weberzunft. Lange blieb seine Ehe kinderlos. Und erst als er beinahe aufgehört hatte zu hoffen, gebar ihm die schon alternde Frau einen Sohn, den er Andreas taufte. Und 6 Jahre danach gar einen zweiten. Ich will, dass er Jakob heißt. Meinetwegen, Jakob. Inzwischen hatte es Hans Fugger bis zum Beschaumeister gebracht. Sogar in den Zwölferausschuss der Weber war er aufgerückt. Er war jetzt einer der führenden und angesehenen Männer im Augsburger Zunftwesen. Und was er besaß, kam unter den 2139 Abgabepflichtigen der Stadt schon auf den 41. Platz. Zwar waren die reichsten Bürger der Stadt noch immer 16 Mal reicher als er, doch wuchs sein Vermögen von Jahr zu Jahr. Freilich auch mancherlei Beschwernis des Alterns. Und schon 1408, nach einer Erkältung im eisigen Winter, nach nur 3 Tagen fiebriger Krankheit, fand er seinen Tod. Jetzt, da das Schicksal der Familie allein auf den Schultern der Witwe lag, erwies es sich, wie sehr Hans Fugger mit ihr eine gute Wahl getroffen hatte. Unter dem resoluten Regiment der Elisabeth Fugger Quattermann ging die Firma um kein bisschen zurück. Im Haus ratterten 4 Webstühle für sie, außerdem die von 15 Landwebern aus der Umgegend. Ihre Söhne ließ sie die edle Goldschmiedekunst erlernen. 2 Eisen im Feuer sind besser als 1, sagte sie. Und aufs Weberhandwerk verstand sie sich selber. Das brachte sie ihnen nebenher bei. Und grundsolid. Das Fuggersche Firmensignum, die stilisierte Haspel, wurde zu einem Markenzeichen für beste Qualität. Ja, die Schwäbin Elisabeth verstand sich auf Welt und Geschäft. Und als auch sie starb im Jahre 1436, da ließ sie den Söhnen einen florierenden mittelständischen Betrieb zurück. Diverse Häuser, kleinere Liegenschaften auf dem Land und ein nicht unbeträchtliches Vermögen in bar. Zu wenig Waldkrautsaft.
Ich sehe es mit bloßem Auge, dass die Küpe zu dünn ist. Ich habe so gemacht wie daheim, Herr Jakob. 6 Unzen. Wo die Fuggersche Haspel drauf ist, kommen auf einen Eimer 9. Zu alledem brachte umsichtiges Heiraten den beiden Brüdern stattlichen Gewinn. Der Erstgeborene, Andreas, hatte eine aus vornehmstem Stadtgeschlecht genommen, Barbara Stammler vom Ast. Und der Jakob, die Bäsinger Bärbel, deren Vater Augsburger Münzmeister war. Was ist? Ich habe was mit dir zu bereden. Brüderlein. Dann red. Ich möchte reisen. Mit dem Ravensburger Fuhrwerk dauert es nur 3 Wochen, bis man in Venedig ist. Und? Warum den Kaufmannsgewinn immer den anderen überlassen? Handwerk ist Gottes Werk. Ich könnte Rohware mitbringen, auf dem Rückweg. Viel besser und billiger als die, die wir bei uns kaufen müssen. Man muss endlich über Augsburg hinausschauen. Jakob. Mir ist Augsburg groß genug. Dir vielleicht, Jakob. Ich denke mir, wenn die Welser zwischen Venedig und Leipzig zu handeln verstehen, warum nicht auch wir? Und vielleicht gleich bis Niederland oder bis Lübeck hinauf. Mach, was du willst. Dein Vater denkt, ich bin ein Stubenhocker. Was redest du dir bloß immer ein? So war's immer. Bei der Mutter schon. Immer der Andreas. Bloß immer der. Und vielleicht ist's ja auch wahr. Wer hat denn 2 Kinder? Und wer hat immer noch keins? Dabei muss es nicht bleiben, Jakob. Wer weiß? Ich weiß. Nun, Schwiegersohn, kannst dich nicht satt sehen dran, was? Ich hab's oft bemerkt. Die Hitze macht durstig. Das Silber wird weißer, wenn man Bier statt Wasser nimmt. Auch so ein Kniff. 3 3/8 Unzen Silber auf 100 Pfund Erz. Ich verdiene gut dran. Und je schärfer ich präg, desto mehr. Einen halben Gran schlechter als sie soll, darf eine Münze gesetzlicherweise sein. Allerhöchstens. Je schärfer ich hinkomme, umso mehr habe ich Silber gespart. Einen halben Gran? Das macht ja bald... Je 100 Mark sind das ja 4 Lot gespartes Silber. Das gibt aufs Jahr einen schönen Batzen. Nun, ganz kommt man nicht hin, aber man lernt's. Mehr als 3,5 Lot schütt ich schon raus. Und wenn du darüber hinauskommst einmal? Dann heißt's nicht erwischt werden oder hängen. Nein, nein, ich gehe so weit, als ich darf, weiter nicht. Was Neues vom Andreas? Schon seit 2 Monaten nicht mehr. Es gibt eine neue Seuche unten in Italien. Die Pest. Wir Fugger haben gesundes Blut. Meine Güte, was seid ihr prächtig herausgeputzt. Ihr kennt nur diese Mode hierzulande wir nicht. Wir wollen euch ausgiebig bestaunen. Kommt, Liebste. Prachtvoll. Diese mirakulöse Haube ist wunderschön, meine Liebe. Es ist dann Balzo aus Florenz. Sagt bloß, das zählt in Florenz zu den einfachen Garderoben. Ja. Mir nach deren Maß eine wirklich prächtige zu leisten, bin ich zu arm. Hört, hört, er ist arm, unser Andreas Fugger. Nicht gerade in Augsburg, Herr Meuting, aber doch in der übrigen Welt. Fragt mal meinen Bruder, was Cosimo, der alte Medici, für ein Vermögen versteuern muss. Woher soll ich das wissen? Ich hab's dir doch geschrieben. Er versteuert fast 300.000 Gulden. Ui, dagegen sind meine 12.000 freilich ein Bettel. Medici, den Namen kenne ich. Ist das nicht ein Fürst? An Macht und Ansehen Fürsten gleich, aber im Grunde sind es doch nur Kaufleute, wie ihr und ich. Ich kenne sie. Ich war oft bei ihnen geladen. Dieser Aufschneider, antichambriert wird er haben und eine Gnadensuppe gelöffelt. Wer weiß. Wo ist meine liebe Schwägerin? Sie war in der Frühmess und ist beim Kind. Ah ja, endlich ist es ja doch noch was geworden. Ich gratuliere. Ich sehe mir den Kleinen demnächst an. Fugger? Ja, Meuting? Nein, ich habe was Geschäftliches. Ich rede gleich besser mit dir, Andreas. Ich habe da möglicherweise einen interessanten Vorschlag für dich. Pass auf, die letzte Gewürzsendung.
Herausgeputzt wie die Pfauen. Mich wundert's nicht, dass er um so vieles weniger zur gemeinsamen Kasse beiträgt als ich. Aber wenn wer kommt um was Geschäftliches, dann ist er's, der den Prinzipal spielt. Schluck nicht alles hinunter, stell ihn zur Red. Seine großspurigen Handelschaften. Sie bringen nicht halb so viel ein, wie er alleweil tut. Wenn man schon in den Handel geht, dann müsste man das richtig tun. Faktoreien bräucht's. In allen möglichen Gegenden der Welt. Lagerhallen, Kontore, Verkaufsbüros. Nicht bloß herumfahren mit ein paar eigenen Wagen. Du hast ja ganz glänzende Augen bekommen. Ein Goldgulden rheinisch. Und? Das scheint mir ein ungarischer. Sie haben beide das rechte Gewicht. Trotzdem sind sie nicht gleich. Der ungarische hat einen Feingehalt von 980 und der rheinische bloß von 790, selber geprüft. Ja, Gold ist noch immer nicht Währungsmetall. Amtlich. Sie verfahren überall anders damit. Ich habe zum Wechsler gesagt, Gulden ist Gulden. Aus. Und habe für die guten Ungarischen den gleichen Preis gezahlt wie für die schlechten Rheinischen. Aber dann hast du ja bei 4 Ungarischen das Gold von einem 5. umsonst gekriegt. Ich habe für alles gekauft, was ich habe flüssig machen können. Sieh an. Sie heißen dich Jakob, den Verdächtigen. Und ihn Andreas, den Prächtigen, ich weiß. Ich werde dich noch den Verdächtigen nennen, du. Es war ein Geschäft ohne Risiko. Hör zu. Ich sag dir, wie es ist. Im Metallgeschäft steckt mehr als in jedem anderen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in Tirol gewesen. Dem Herzog zu Innsbruck geht es wie allen. Ein Haufen Schulden und kein bisschen Geld. Andererseits, in Tirol liegt das Silber dick in den Bergen. Und er, der Friedrich mit der leeren Tasche, hat die Bergwerksrechte als Landesherr. Ich habe versucht, ihm einzureden, dass er das Recht an dem einen oder anderen Bergwerk verkaufen oder verpachten könnte. An einen privaten, wie mich zum Beispiel. Er hat ganz begehrliche Augen gekriegt. Aber man braucht Geduld bei sowas, Jakob. Der Abbau und so, die Geräte und Stollen, das alles zusammen, das kostet. Es sind lange Jahre, wo man bloß hineinstecken muss, bis endlich was rauskommt. Aber danach, da wär's was für Jahrzehnte. Ein langsames Geschäft, aber sicher. Solide. Du steigst ein? Auf jeden Fall. Und wenn du magst, nehme ich dich Huckepack. Ich überschlaf's. Beruhigt euch. Oh nein. Ich bitte euch. Was gibt's denn, Bärbel? Oh, Jakob, der Vater. Was ist mit ihm? Sie haben ihn eingesperrt. Bankrott ist er. Man rechnet ihm 24.000 Gulden Schulden nach. Und er sagt, für so viel ist er nicht gut. Im Schuldturm also. Das ist aber noch nicht alles. Man wirft ihm Falschmünzerei vor. Es geht für ihn um Kopf und Kragen. Ein Betrüger. Es ist nicht erwiesen, aber man wirft es ihm immerhin vor. Steht der Vorwurf zurecht? Welcher Vorwurf? Ich habe ein paar Mal arg knapp geprägt. Das schon. Aber nicht zu knapp, wirklich nicht. Nur ein einziges Mal. Mein Geselle der Schrift hat gedacht, er muss für sich extra noch was auf die Seite bringen. Und so. Sie können mir es nicht beweisen, Jakob. Wieso können Sie dich anklagen, wenn Sie ohne Beweise sind? Sie haben ein paar schlechte Groschen bei mir gefunden. Aber ich habe Ihnen gesagt, ihr habt sie nur deshalb gefunden, weil ich sie als missraten extra heraussortiert habe. Zum Einschmelzen wieder. Und die anderen, die Sie nicht gefunden haben? Man hat sie nach Polen gebracht. Gleich wie sie fertig waren. Noch in derselben Nacht. Anders als in solcher Eile hätte ich es nicht gewagt. Sie sind seit 3 Wochen unterwegs jetzt, Jakob. Was so weit fort ist, ist fort. Ja, ja.
Ich weiß selbst, dass ich es nicht hätte tun dürfen. Ich hab's auch nie wollen, wirklich nicht. Aber ich hab nicht mehr aus noch eingewusst in letzter Zeit. Du hast mehr in die Tiroler Gewerke gesteckt, als du hattest. Das tut nur ein Betrüger, der den Hals nicht voll genug kriegen kann. Ich steck auch in den Silberbergwerken. Aber nicht mit mehr, als ich wirklich hab. Willst du gehen? Ja. Aber Jakob, ich bitte dich. Du, ich hatte gehofft, du kannst mich doch nicht einfach hier stecken lassen. Ich kann nicht. Ich kann sehr gut. Aber du hast mehr Glück, als du verdienst. Ich werde es nicht tun. Bürgen? Du willst wirklich für ihn bürgen? Du musst verrückt sein, Bruder. Das darfst du nicht tun. Ich muss. Schon wegen der Reputation. Der Schwiegersohn eines Bankrotteurs. Wie altmodisch. In Italien bankrottieren sie fröhlich doch hinunter für ganz. Außerdem geht's ums Gehängtwerden bei ihm. Sie können ihm nichts nachweisen, sagt er. Das sagt er nur, weil er so möchte. Aber wenn Sie Geld winken sehen, werden Sie sich's überlegen, ihn wegzuräumen. Denn schließlich kriegen Sie nur aus dem Lebenden was heraus. Ich lass mich nicht in sowas hineinziehen von dir, Jakob. Auch recht. Du suchst schon lange einen Grund. Wir passen nicht zusammen, Andreas. Gehen wir auseinander, solange es noch in Frieden zu machen ist. Eine 20.000 Gulden Bürgschaft. Daran wirst du zugrunde gehen, Bruder. Wir rechnen unsere Anteile auseinander und jeder wirtschaftet von heute an für aber sich. Genug. Wie ich wirtschafte, geht dich jetzt nichts mehr an. Nun gut, meinetwegen. Wohl bekommst dir. Ich hab's gehört. Oh, Jakob. Und das alles durch die Schuld meines Vaters. Ich bin ganz froh, unabhängig zu werden. Der Gag. Ich sag dir, es nimmt kein gutes Ende mit dem. Übrigens mag ich's nicht, wenn du lauschst. Der Herr Schwiegervater indessen kam durch Jakobs Bürgschaft glücklich frei. Er verließ Augsburg still und heimlich, bei Nacht, verborgen vor den Augen seiner Mitbürger. Im tirolischen Schwarz kroch er unter, und da er ein tüchtiger Kenner der Erz- und Metalldinge war, mochte man trotz allem auf seine Dienste nicht verzichten. Und so kam er am Ende sogar wieder auf einen Münzmeisterstuhl zu sitzen, und niemand fragte ihn mehr, was sich in Augsburg zugetragen hatte. Die Bäsinger Tochter aber brachte dem Jakob inzwischen 4 Töchter und 7 männliche Erben zur Welt. Er selbst schleppte sich fleißig mit den aufgeladenen Schulden. Und er kam zu Rande damit, mühsam aber doch. Und sein Ruf nahm davon in der Stadt nicht wenig zu. Sein Geschäft ging aufs Beste. Freilich, die des Gecken Andreas gingen nicht weniger gut. Pfeffer und Safran, pflegte er zu sagen, bringen leichteren Gewinn als Barchend und Tuch. Seine Kinder wurden ohne Misswachs groß. Die Töchter Regina und Anna. Die Söhne Lukas, Jakob, Matthäus und Hans. Andreas Fugger betrieb seinen Handel jetzt von Venedig bis nach Leipzig hinauf. Und sich und den Seinen zur würdigen Herberge hatte er sich unlängst am Augsburger Weinmarkt ein ansehnlich behäbiges, prachtvolles Haus erbaut. Aber das Glück ist rund. Und schwer drauf, in Ruhe zu stehen. Andreas, was ist? Ich weiß nicht. Ist dir nicht wohl? Lukas, oh, Matthäus, helf mir! Wir bringen den Vater zu Bett. Komm her, sprich doch. Seit wann fiebert er? Seit heute Mittag. Wo herum spürt ihr Schmerzen, Herr Fugger? Überall. Mein ganzer Leib ist wund.
Die Pustel hier? Hat sie denn was zu bedeuten? Hat er Blut gespien? Nein. Dann wird er es noch tun. Ich habe dergleichen oft gesehen, vor 2 Jahren in Italien. Es gibt für mich überhaupt keinen Zweifel. Es ist die Pest. Kann man dagegen was tun? Ich hab Geld. Ich zahl, was immer es kostet. Da kann all Ihr Geld nicht helfen, Herr Fugger. Nicht einmal beten hilft da. Und wo sie einer hat, da werden es bald viele sein. Noch weiß es niemand. Aber Augsburg ist eine todkranke Stadt. Wo noch eins von euch lebt, das trete herfür und bringt die Gestorbenen an seine Tür. Wir legen sie ein in der Erdenreich, allwo wir werden einander gleich. Wir müssen aus der Stadt, Mutter. Aber man kann ihn doch unmöglich so allein lassen. Man muss es. Barbara! Du darfst nicht hinein. Lass mich zu ihm. Du weißt, wie ansteckend es ist und helfen kann ihm sowieso niemand mehr. Aber wenigstens bei ihm sein und ihn und trösten. Und morgen selber so schreien wie er und übermorgen sind wir anderen dran, um Himmels Willen. Mutter, sei doch vernünftig. Barbara! Ich werde nach dem Pfarrer schicken. Vielleicht, dass er Mut hat und kommt. Hilf mir! Angst vor dem schwarzen Tod hatten sie alle. Auch die Ärzte waren nicht frei von Angst. Welch unheimliche, undurchschaubare Krankheit. Es gab kein Mittel gegen sie. Nichts war gegen sie gewachsen. Nichts. Sind das deine Eltern? Wir müssen sie wegbringen. Komm. Er hat versucht, die Tür aufzubrechen. Jetzt ist er schon lange still. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Er kniet hinter dem Bett. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Er kniet jetzt. Er hat wohl verstanden, dass ich ihm die Wegzehrung bringe. Andreas Fugger, unser Herr und Heiland sei mit dir. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vita eterna. Es nahm ein erbärmliches Ende mit Andreas Fugger, dem Prächtigen. Aber weiß Gott, nicht mit ihm allein. In Augsburg starb jeder zweite Mensch, Mann, Weib, Greis und Kind. Im Ganzen gegen 15.000. Obgleich sich Brüderschaften bildeten, um die Dahingerafften zu begraben, und obgleich man vor den Toren der Stadt Massengräber aushob, lagen die Toten oft mehrere Tage auf den Straßen und ein Geruch ging von ihnen auf. 5 volle Jahre lang schwang der schwarze Tod seine Geißel über dem alten Europa. Dörfer und ganze Landstriche entvölkerte er, Millionen von Toten hinter sich lassend. Unter dem blutigen Schweif dieses Kometen wuchs seine brünstige Frömmigkeit auf, aber ebenso 100 Laster. Und eine erschreckende Sittenlosigkeit. Doch auf dieser Welt hat schließlich alles ein Ende. Kein Krieg währt ewig, kein Elend, kein Kummer und auch keine Pest. Ganz allmählich wurde es wieder ruhiger unter den Menschen. Für die, die übrig geblieben waren, trotteten die Tage wieder im alten, gesunden Gleichmaß. Monat um Monat, Jahr um Jahr, als wäre das Furchtbare nie geschehen. Du siehst so fröhlich aus heute. Naja, merkt man mir es an.
Ich habe heute Morgen den letzten Heller beglichen von deines Vaters Schuld. Hick? Heck? Hock? Genitivus? Heius. Ulrich. Genitivus suius. Brav, fein. Was wird hier getrieben? Gelobt sei Jesus Christus, Herr Vogel. In Ewigkeit, Amen. De octo partibus orationis. Ihr lernt Latein? Bitte, Jakob, schimpft nicht. Wieso erfahre ich nichts davon? Würdest du es denn erlaubt haben? Wie machen Sie sich? Beide recht gut, Herr Fogger. Ich werde dafür sorgen, dass ihr einen ordentlichen Unterricht bekommt. Und nicht nur in Latein. Gescheiter, ihr haltet euch an die Wissenschaften, als dass ihr die adligen Ritter nachäfft, wie mein großmäuliger Brudersohn Lukas. Danke, und Vater! Spart euch den Dank. Lernt lieber fleißig. Wenn ich schon Geld ausgebe dafür. Ja, der Brudersohn Lukas. Als wäre der Andreas noch immer am Leben. Immer dieselbe wundgescheuerte Stelle zwischen ihm und denen da. Feudalherrscherlich großmäulig gaben sie sich nach wie vor. Ging nicht sogar schon der persönliche Rat des Kaisers aus und ein bei ihnen? Als gehörten sie schon zum selben Stand. Wie ich höre, reicht euer Handel jetzt schon bis zu den Seestädten hinauf. Demnächst gehe ich auch nach Niederland. Graf? Ach, der Verlärmer ist wundervoll. Er ist nicht übel. Ich habe ihn eigens aus Neapel kommen lassen. Der würde auch dem Kaiser gut munden. Ich kenne seinen Geschmack. Er kommt doch demnächst nach Augsburg. Ich bin ihm, um Quartier zu machen, vorausgereist. Seltsam eigentlich. Ihr habt nie seine Nähe gesucht. Der Kaiser liebt reiche Männer. Die Höfe plagt der Hunger nach Geld und er ist schier nicht zu stillen. Und erst recht nicht, da sie sich aufs Umgehen mit Geld miserabel verstehen. Ihr solltet wirklich nicht spüren, was für eine Gelegenheit das ist. Was gäb's zu gewinnen dabei? Ihr habt vor euch, in den Großen Rat Augsburgs wählen zu lassen. Ich bin schon so gut wie gewählt. Aber trotzdem kann die Verleihung eines kaiserlichen Wappens nur von Nutzen sein. Sie kommt einer Standeserhöhung nahe und auch der Titel eines Hoflieferanten setzt sich bei manchem Geschäft in klingende Münze um. Vergesst nicht, ihr handelt nicht nur in Augsburg, sondern im Reich. Das ist wahr. Wenn ihr interessiert wärt, Herr Fugger, ich könnte euch bestimmt dienlich sein. Der Kaiser möchte auf gewisse Bequemlichkeit ungerne verzichten. Mag sein. Ich kann's richten, dass die Majestät demnächst geruht, in eurem Haus Wohnung zu nehmen. Nur zu. Ihr würdet das nicht umsonst tun müssen, Graf Ehrenberg. Sich sein neues Wappen auch noch bald auf die Arschbacken nähen lassen, der Fugger vom Reh. Was ist, sind die nun von Adel oder ach, nicht? Was, sie Adel? Haben ein Wappen wie manche andere auch, mehr nicht. Es war ein wunderschöner Tag und eine erfolgreiche Jagd, nicht wahr, Liebes? Ich glaube, unseren Freunden hat es auch gefallen. Sitzt ab und tretet ein, Freunde. Gleich gibt es eine Erfrischung. Komm, Liebes, lass dir helfen. Geh nur voran, Marco. Kommt, gehen wir hinein. Die Musik spielt schon auf. Herr, Herr! Was gibt's denn? Gut, dass ihr heimkommt, Herr. Eurem Onkel ist was zugestoßen. Dem Jakob? Er hat einem Gesellen was am Webstuhl zeigen wollen. Da ist er umgefallen. Der Schlag hat ihn getroffen, sagt man. Wann war das? Heute Vormittag. Die Frau Tante hat schon dreimal rübergeschickt. Aber wir haben Gäste, Lukas. Und jeden Augenblick kommt der Graf Ehrenberg. Was könnte ich dem Onkel helfen? Ein Medikus nützt mehr als ich. Geh hinüber und sag, ich komme gleich morgen vor. Ja. Ich bitte sehr herzlich einzutreten. Das ist mir schön. Mir auch. Psst, Liebe. Streng dich nicht an. Es schadet dir nur.
zusammen. Geschäft, Geld, nicht teilen, zusammen, alles zusammen. Ja, Vater, ich hab dich verstanden. Sollen wir für dich beten, Vater? Man schrieb den 11. September 1469, als Jakob Fugger der Alte hinüberging. Der wortkarge Mann hatte zeitlebens mit zähem Fleiß gewerkt. Zum allgemeinen Erstaunen ergab sich, dass nicht der vom Reh der reichere Fugger war, sondern er. Sein Vermögen stand in Augsburg an 12. Stelle. Die vom Reh nahmen erst die 23. ein. Zusammen und ungeteilt freilich hätten sie es auf das viertgrößte Vermögen der Stadt gebracht. Mag sein, der Alte, als ihm der Tod auf der Brust hockte, dachte hieran. Verbissen, wie stets. Aber nicht nur die denken viel ans Geld, die es haben, sondern auch jene, denen es fehlt. Und Kaiser Friedrich III. Fehlte es in den endlos langen 53 Jahren seiner Regierungszeit beinahe an jedem einzelnen Tag. Freilich gedachte er jetzt, seiner Not ein für allemal abzuhelfen, durch die Heirat seines Sohnes Max mit Maria, der Tochter des kühnen und märchenhaft reichen Herzogs von Burgund. Zu Trier würde man sich treffen und einig werden, würde man die stattlichste Mitgift ergattern, die in ganz Europa zu haben war. Käme man nur erst einmal bis dorthin. Aber schon die Abreise hatte sich peinlich verzögert, weil sich kein Geld in der Wiener Reisekasse fand. Doch am Vorabend des Aufbruchs war die Majestät mit Betteln und Borgen beschäftigt gewesen. Trotzdem, endlich und mit vieler Mühe war man bis Augsburg gelangt. Und nun dies. Na endlich! Da seid ihr ja, Graf Ehrenberg. Oh, Majestät, ihr! Diese Ungeheuerlichkeit, dieser Affront. Ich dachte, Euer Majestät wollten heute Nacht schon in Günzburg sein. Ja, das dachte ich auch. Ihr wisst wohl nicht, dass so ein toller Hufschmied es gewagt hat, mir in die Zügel zu fallen. In die Zügel? In die Zügel, mir. Ja, aber warum? Ach, was Geld hat er halt wollen für den Beschlag von 20 Rössern. Aber hab ich denn Geld? Wie er angefangen hat, Rumor zu machen, sind auch die anderen mutig geworden. Der Bäcker, der Fleischer, was weiß ich, wer noch. Wenn ich hätte weiterreisen wollen, ich hätte nur mit Gewalt gekonnt. Ach, also, ich bin verächtlich, Graf, ein Bettelmann. Die Stadt Augsburg hat Majestät einen Pokal gefüllt mit Goldstücken überreicht beim Einzug. Wir sind 1,5 Monate unterwegs. Überall wird man aufgehalten. Empfänge, Bankette. Mir lästig genug, aber kann ich mich dem entziehen? Ja, ja. Ein Humpen voll Dukaten? Wie lange hält sowas vor bei einer solchen Lebensweise? Oh, gewürzter Wein? Er ist noch heiß eben zubereitet. Wünscht Majestät was davon? Oh, ja. Oh, nein, nein, Graf, ich reise so nicht weiter. Nicht so mit leerem Beutel. Ich werde versuchen, den Herrn Lukas Fugger abermals anzuzapfen. Ich bin volljährig. Das sind wir alle. Peter, es gibt keinen Grund, den letzten Wunsch Vaters zu missachten. Wir sollen alles beisammen lassen, nicht teilen. Das hat Vater gesagt. Ich will selbstständig sein. Wenn wir unser Kapital auseinandernehmen, fällt die Firma zurück. Es ist Aderlass genug, wenn die Anteile der Mädchen weggehen. Die gehen aber nicht weg. Unser Erbteil willst du uns vorenthalten? Markus wird Priester werden. Aber nimmt er deshalb seinen Anteil heraus? Wenn er seinen im Geschäft belässt, warum sollen es die Mädchen nicht gerade so halten? Nur was im Geschäft bleibt, vermehrt sich. Wenn sie es nicht glaubt, sag du es ihr, Markus. Das Geschäft mit kleinen Geldern bringt nicht mehr so viel wie früher. Die Wege sind zu weit, die Unkosten zu hoch. Wir werden in Augsburg nur was bedeuten, wenn wir das Vermögen zusammenlassen. Kurz gesagt, ich soll mein Leben lang nach der Pfeife meiner älteren Herren Brüder tanzen. Markus scheidet aus. Der wird Priester. Gerade so wird's mit unserem Jakob werden. Ich habe ihm einen Platz im Stift Herrieden gekauft. Bleiben nur noch wir drei in der Firma und alle drei mit gleichen Rechten. Wir haben uns alle Zeit gut verstanden. Warum sollten wir es in Zukunft nicht mehr? Ich lass meinen Anteil stehen. Und was ich tue, kann jeder tun. Glaub ich. Draußen wartet der kaiserliche Rat, Graf Ehrenberg. Graf Ehrenberg? Der Herr Graf sagt, dass er mit dem Herrn Ulrich geschäftlich verhandeln möchte. Haha, alle mit gleichen Rechten. Nun, wenn der Herr Graf durchaus mit dem neuen Prinzipal unter vier Augen allein sein will? Peter! Na was? Er hat doch neulich schon mal ohne uns mit ihm verhandelt. Begreif doch endlich, alle zugleich können nicht verhandeln. Oh,
Wer bist du? Ich bin mit dem Grafen gekommen. Du heißt Fugger. Jakob Fugger. Ihr habt da ein recht ordentliches Haus. Ich werde nicht hierbleiben. Ich muss ins Stift Herrieden, auf Geistlich studieren. Ich bin auch auf der Reis. Wohin? Nach Trier, zu meiner zukünftigen Frau. Zukünftige Frau? So ein Bürschlein wie du? Ich bin 13. Ich muss jetzt gehen. Er sagt, er hat eine Braut? Aber gewiss hat er die. Können wir gehen, Hoheit? Wieso Hoheit? Jesus. Am Ende seid ihr dann... Erzherzog Max, der Sohn unseres Kaisers. Leb wohl, Fugger. Vielleicht laufen wir uns noch mal über den Weg. Die Welt ist klein. Für den Kaiser eine Anleihe? Ganz recht. 300 Gulden. Unser Vater hätte das nie gemacht. Wer weiß. Er hat sich nie von jemand in die Bücher schauen lassen. Aber jetzt, wo ich sie durchsehe, er hat Münzgeschäfte gemacht. Der Vater und Münzgeschäfte? Ja. Wir haben für mehr als 2000 Gulden Anteile an den Silberbergwerken in Schwarz. Hier. Hier, schau her. Das wird vom Großvater Bäsinger her sein. Das ist eine gute Anlage. Die bringt was ein. Und sogar beim Gewürzhandel hat er mitgehalten. Zwar nur mit wenig Einsatz. Ich glaube, unseren Vater hat niemand richtig gekannt. Aber jedermann weiß, dass der Kaiser niemals was zurückzahlt. Das heißt auch sein teuer verdientes Geld zum Fenster rauswerfen. Wenn wir weiter hinauf wollen, Georg, brauchen wir Reputation und Kredit weit über Augsburg hinaus. Wie die vom Reh, meinst du? Ich hab schon lang gemerkt, dass du rüberschielst auf die. Willst du denn am Ende auch ein Wappen? Wir haben eins. Was? Fugger von der Lili. Ich hab's neulich mit dem Grafen Ehrenberg ausgehandelt. Mir ist unsere alte Haspel genug. Die bleibt uns. Sie ist ein Zeichen für gute Ware. Das Fuggersche Tuch. Aber die Weberei allein reicht nicht mehr aus. Der Markt ist zu eng, die Konkurrenz zu groß geworden. Sollen wir jetzt vielleicht auch noch unter die Geldverleiher gehen? Geldgeschäfte sind die schlechtesten nicht. Wenn ich nur an den Fernhandel denke. Und das Silber. Das hier ist kein bloßer Zierrat, Georg. Es ist ein Schlüssel für manche Pforte, überall in der Welt. Ein weitsichtiger Mann, der Herr Ulrich Fugger. Unermüdlich in der Arbeit, besonnen und mit allerlei Ideen im Kopf. Und doch war nicht er es, der aus dem widerspenstigen Material der Wirklichkeit später einmal das formen sollte, was da so verheißungsvoll, aber noch ungewiss und schemenhaft durch seine Fantasie ging. Dies würde ein anderer Fugger leisten. Nicht ein Fugger, der Fugger für die Geschichte dereinst. Bloß, der weiß noch nichts davon.